Normalerweise, wenn es regnet, ist er nicht unterwegs, so wie sonst immer. Unter einem Baum steht er manchmal. Stimmt. Ah, da beim Bürgermeister wächst der Blumen, die stühle ich im kleinen Garten. So, eine Narzisse. Henny ist eh gerade daheim, weil dann besuche ich die auch kurz. Wow, jetzt droppt gerade, oder das löst der Zwischensequenz mit der Penny aus. Na, bei dir geht's rund. Es ist so dreckig hier drin. Sie jetzt beim Aufräumen helfen oder was? Lausi, entschuldige, dass es so unordentlich ist. Ich war gerade dabei, alles sauber zu machen. Wenn man geht, dann nicht einfach anklopfen, wie ein Weini. Ist eigentlich ein riesiger Wohnwagen. Wenn ich so überlege. Du hilfst mir? Du sagst das nicht nur so, oder? Okay. Du kannst da drüben anfangen, ich mache die Küche sauber. Okay. Macht er das für selbst oder muss ich was tun? Ich nehme nicht an. Nein, geht alles für selbst. Wie im echten Leben. Aufräumen geht immer für selbst. Ah, die Pam kommt auch heim. Was machst du da? Hör sofort auf, ich hatte alles genauso, wie ich es mag. Okay. Wie spät ist es eigentlich? Ja, 18 Uhr gleich. Wie, was ist denn dann, wenn die Zeit überschritten wird? Was passiert dann? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, du kollabierst dann einfach, sobald die Sequenz aus ist. Das ist echt gemein. Warst du gerade in der Kneipe? Du riechst nach Bier. Es geht dich absolut nicht an, wo ich hingehe. Es geht mich wohl was an. Ich will nicht, dass du dich selbst zerstörst. Verstehst du nicht, dass sich dein Verhalten auch auf mich, auswirkt? Hör auf, so egoistisch zu sein. Egoistisch? Ich habe dir ein Dach über dem Kopf und Kleidung gegeben und du nennst mich egoistisch, du und noch was Kleines. So, jetzt sag mal was, Lausi. Sprich um 8 Wort, die Pam mag die. Du gehst besser. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest, Kind. Komm, Penny, komm mit mir, ich hab ein großes Bett. Sie ist nicht mitgekommen, sie bleibt da. Er ist ein netter junger Mann. Aber ich will nicht, dass du andere bittest, mein Haus aufzuräumen. Es ist peinlich, verstehst du? Haus? Es ist eine scheiß Wohnung. Ja, Mutter. Jetzt bin ich gespannt, wie spät. Es ist ja 19:30 Uhr. Bist du narrisch? Muss ich schauen, ob ich den Linus noch finde, weil sonst nehme ich nämlich einfach unter einem Baum steht, das stimmt. Das ist ja öfters einmal, dass er unter einem Baum steht. Aber vielleicht ist er mittlerweile wieder in seinem Zelt. Das ist jetzt mein erster Weg einmal. So ist es. Und ich glaube, in Linus der Hütte kannst du immer eine. Die Abby. Der Stahl ist im Regen interessanter, findest du nicht? Kannst du auch umwandeln schon, oder? Ich kann anwandeln, aber nicht heiraten. Okay. Das heißt, jo, da ist er. Über die Dating-Phase hinaus. Hey, also hast du mein Gesuch gesehen, die Notiz? Vielen, vielen Dank. Hier, deine Bezahlung, wie versprochen. Der ist eh schon so arm. Da braucht man nichts zahlen für einen Pilz. Mein Gott. Und die Emily hat mir nur 600 gegeben. Für Aprikosen und der Linus 750 für einen Pilz. Vielleicht hat er eh genug Kohle. Vielleicht ist er ja reich, weil er keine Miete und nichts zahlen muss. Ja. Du, die Halsketten in der Nähe vom Badehaus, weißt du auswendig, wo der ist? Ich glaube in irgendeinem Gebüsch. Okay, aber auswendig weiß es nicht, ne? Muss ich morgen probieren. Muss ich morgen mal versuchen. Okay, die Barmer, da darf ich auch nichts tun. Bei den Eingezäunten, dann kriege ich Schimpf. Sirup kriegst du dann einfach keinen. So. Ja, dann halt du. Dann musst du halt du ins Community Center bringen in Sirup. Kannst du einen Host, wenn ich deine Barmer umhock? Gut, dann. Das mit die Schriftrollen verstehen wir nicht ganz, das ist ein bisschen komisch. Sobald
du jetzt alle vier im Museum gespendet hast, kannst du reden. Und in die Collections wird es, glaube ich, nicht angezeigt, was keine klassischen Artefakte sind. Kann das sein? Mir kommt nämlich vor, dass ich schon ein paar gespendet habe, aber ich kann ja einfach theoretisch schauen im Museum. Und bei den Artefakten, mir werden es schon angezeigt. Die dritte und die vierte sind gespendet. Die erste und die zweite noch nicht. Warte mal. Also nochmal Sammlung, Artefakte. Ganz am Anfang. Ganz früh. Ja, genau. Und da ist bei mir alles grau. Also die ersten vier Rollen sind alle grau. Aha. Die dritte und die vierte werden mir angezeigt. Obwohl ich die dritte gerade vorher gespendet habe. Also... Buggy oder was, keine Ahnung. Der vierte nicht. Wenn zwei so gleichzeitig spielen. Weil ich glaube nicht, dass das getrennt gewertet wird. Ich habe schon geglaubt, dass wir die gemeinsame Sammlung haben, muss ich sagen. Ja, wir haben ganz sicher die gemeinsame Sammlung. Schon, gell? Wäre mir nämlich auch so vorkommen. Andere Sachen werden angezeigt bei dir? Ja. Das ist interessant. Schon, so, gell? Ich hab einen Aal gefangen. Cool. Mehrere sogar, also. Kann den Rest verkaufen. Einer ist fürs Bündel, gell? Genau. Wunderbar. So. Na, haben die irgendwo eine Kiste gehabt mit Blumen? Keine Ahnung, ich glaube. Ah ja, da. Das wird dann bald einmal anstehen. Ich glaube, ich tue morgen nichts anderes. Das Essen drinnen. So, dann gehe ich liegen. Bis zwei hat man Zeit, oder? Beim Linge. Genau. Ist das jedes Mal. Passt. Keine Ahnung, warum ich das immer vergesse. Cool, das ist eh was weitergegangen. Wie viele Aale waren das jetzt da? Zwei Aale, drei Heringe, drei Sardellen. Boah. Dass die Fische so viel wert sind, das ist so geil. Ja, die haben schon alle relativ hohe Qualität. Durch mein höheres Fishing-Level. Mhm. Und wenn du das fangst, ohne dass er da jemals auskommt dazwischen, dann ist er sogar in violetter Qualität. Ah, ich hab gelernt, wie man Pizza macht. Ah, cool. Dann ist er noch mehr wert natürlich. Morgen regnet es wieder. Mir taugt das immer am meisten. Super. Unzufriedene Geister, oh je. Ja, Brief. Dann da los. Dreh den Brief für Anweisungen zu einer super gesunden Mahlzeit um. Salat. Okay, die Emily hat mir... Entschuldige, was gestern bei mir passiert ist. Meine Mutter kann manchmal echt schlechte Laune haben. Vergiss bitte einfach, dass das passiert ist, Penny. Okay. Penny hat einen Brief geschrieben. Den scheiß Löffel, den schmeiß ich doch gleich rein, dann brauchen wir das. Und das verkaufe ich einmal und das Eisenerz muss ich wieder schmelzen, gell? Und das auch. Magma, Geode. So, ich hau mich jetzt zum Clintern, gell? Mit unseren ganzen Geoden, weil da haben wir wirklich schon sehr viel. Das können wir nicht anstehen lassen, sobald die Viecher versorgt sind. Oder riskieren wir es nicht, weil es das Glück wirklich das beeinflusst. Du, ich glaube, dass es das Glück tatsächlich beeinflusst, allerdings wahrscheinlich nicht allzu sehr. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Stark der Einfluss ist. Ich hab das früher zumindest nicht gewusst, dass das so ist. Und mir wäre nie aufgefallen, dass das jetzt richtig, richtig schlecht endet dadurch, sagen wir so. Aber ich kann ja auch mal eine Arm geben. Und dann, wenn da wirklich, oder zwei, und wenn dann wirklich nur Lehm drin ist, oder Steiner, oder irgendwas Nutzloses, ja, dann kann man sich überlegen, dass man sagt, nein, lieber nicht. Die restlichen. Weil es ist eine Omnigeode nämlich auch dabei. Bei den Omnigeoden, da würde ich schon aufs Glück warten. Ja, eben drum. Ist mir nämlich auch ein bisschen zu risky, sonst brauche ich nichts fordern. Ja, die lädt die links auch brav, Eier. So. Auf geht's. Also in die Höhle schaue ich noch schnell. Nix. Okay.
Es ist immer so mühsam, dass ich immer mit die Viecher versorgen, aber das hilft ja nichts. Ich bin jetzt gerade erst fertig geworden mit Gießen. Ja, eben. Wenn man alles allein tut, ist es natürlich noch mühsam, ist eh klar. Da ist es dann schon nicht so schlecht, wenn wir für das wenigstens zu zweit sind. The Farmer's Life. Mhm. Hier war wieder was zum Spenden. Also nicht nur den Aal, sondern auch fürs Museum den uralten Samen. Ah, cool. Sehr cool. So, jetzt fahre ich einmal geschwind zum Clint und schauen wir das mit einer einzigen Geode an oder mit zwei maximal. Weil das riskiere ich wirklich nicht, dass der das dann alles verhaut. Der Glücksgott oder was auch immer das da ist. Die höhere Macht in dem Spiel. Zuerst Clint. Geode aufbrechen. So, wir haben nämlich 10 normale Geoden. Lehm und eine tue ich noch. Ah, es war ein Mineral drinnen, also ein Jamborit. Dann tue ich weiter. Eisen. Wieder ein Mineral. Schiefer. Wieder ein Mineral. Jaguit. Eisen. Lehm. Dann los ist jetzt. Ist da jetzt irgendwas dabei gewesen, was wir noch nicht gehabt haben? Ah, das haben wir alles schon gehabt. Dann los ist gescheiter. Gut, Milton, hast du kontrolliert? Ja, eine zumindest, ja. Ich hab die beim Kindern kontrolliert, weil ich tue nicht die Müllwühlen, ich kontrolliere nur die Mülltonne nicht mehr. Ob eh alles passt, dass da nicht irgendwas entsorgt wird, was nicht reingehört, weil es der Sondermüll und so. Batterien haben da so nichts verloren. Zum ersten hast du im Museum jetzt auch einen uralten Samen abholen können. Echt? Aber dadurch, dass ich den gespendet habe, kriegen wir beide Belohnung. Ah. Okay, und dann. Den können wir anbauen, damit er dann zur uralten Beere, was denn du es auf Deutsch hast. Ja, ich glaube, uralte Frucht, ja. Genau. Daraus können wir dann eine Marmelade machen. Und dann kriegen wir unseren. Wie heißt das auf Deutsch? Ja, der Zwerg, oder? Die Zwergenstatue. Die Sternenfallfrucht. Sternenfallfrucht, genau. Aber das ist schon nicht so schlecht. Wieder ein bisschen mehr Energy. Dann schauen wir mal, was ein Museum hat für uns. Belohnung abholen. Uralte Samenrezept und uralte Samen. Juhu! Ein Eel hast zum Bündel gespendet. Sehr gut. Swiss. Na, da haben sie halt nichts weggeschmissen beim Jojo Mart. Nicht so wie letztes Mal oder vor vielen, vielen Monaten in Guidbahn. Ich probiere jetzt ganz geschwind da beim Badehaus die Halskette finden. Bin nicht weit weg davon und das nutze ich jetzt aus, wenn ich schon herum bin. Ja, dann schaue ich ganz kurz in die Höhle, aber vielleicht zufällig gerade vor die Schriftrollen gehabt bekommen. Ich trau mich halt nicht rein, wenn wir kein Glück haben. Aber mit dem Rejahr kurz. Und was haben wir dann gesagt, Hofgebäude technisch, was wir als nächstes angehen wollen? Boah, da bin ich jetzt überfragt. Haben wir nicht gesagt, dass wir schauen, dass wir Schweine kriegen für die Trüffel? Ich glaube auch. Dass wir einen großen Stall brauchen. Ich glaube, der Deluxe-Stall ist das dann sogar schon für die Schweine. Den müssen wir zweimal verbessern. Boah, los, ja. Da haben wir einiges an Arbeit vor uns. So, Büsche wackeln, Büsche wackeln, Büsche wackeln. Ah. Bin gespannt. Da irgendwo dann die. Es wird wohl hoffentlich ein großer Busch sein, weil die kleinen, die gehen jetzt nicht alle wackeln. Ich sag's dir, ich bin so pro.
Einer? Einer von den Großen nachher. Ja, ich habe jetzt zumindest auf dem Weg, wo ich jetzt gerade gegangen bin, habe ich da auch alles geschüttelt. Na, da geht nichts. In der Müllbahn ist auch nichts drinnen, na. Wer könnte diese Halskette haben? Also welcher Busch? Oder vielleicht ein Fassl? Nein, die Fassl kann man nicht anmuckeln. Na, aber da sind kein Busch, eine Halskette drinnen. Muss ich es vielleicht außer angeln? Ah, scheiße, ich habe keine Angel mit. Aus dem Becken? Angeln glaube ich nicht. Da ist ja das komische kleine Becken da, weißt du? Aber in einem Busch ist es nicht drinnen. Es kettet. Das mehr sollte mit Rechtsklicken reichen, Ja. denke ich. Was hat beim Becken meinst du, wenn dann? Ja, es kann sein. Es ist Ja. schon ziemlich lang her, aber es müsste reichen, dass du das mit einem Rechtsklick kriegst, die Sachen. Na, leider. Ach, geh, wo ist das Kettel? Dass die Aufgabenlisten da mal ein bisschen kürzer wird wieder. Wieder Geode, geil. Nur Geode, boom. Na, da kommt, da kommt auf jeden Fall keine Kette außer, nirgends. Wie das anwackeln? Na. Oh. Es ist sicher nicht drinnen, das weiß ich. Ich meine, sie hat ja nur auf der Notiz geschrieben, in der Nähe des Badehauses. Aber gut, es ist sicher die Map, wo das Badehaus ist. Kann man sich sonst nicht vorstellen, dass das woanders war. Ja, das wird schon so sein. Alles andere hätte ja keinen Sinn machen. Na, weil jetzt bin ich gerade auf der Map, wo die Robin das Haus hat, beziehungsweise alleine ist das Zelt. Und da ist es auch nirgends, also. Wenn ihr Notiz versteckt mit in der Nähe des Badehauses, dann ist es sicher in der Nähe des Badehauses und das, damit meine ich die gleiche Map, also alles andere wäre kompletter Schwachsinn. Dann die nächsten Waffen wieder oder die nächsten Werkzeuge wieder verbessern. Dann pflanzen wir mal die alten Samen an, hätte ich gesagt. Haben wir das glaube ich hier da? Das kann ich nicht irgendwie was verhauen oder so, gell? Das kann ich, das ist das, was die ganze Zeit wächst, oder? Genau. Ich glaube 4 Wochen brauchen sie. Ich habe den hier pflanzt schon. Oder wieder Ich immer hau den da. automatisch gossen, da muss man Ja. drüber nachdenken. Genau. So, ich tue mal die Käsemaschine da oben. Da gefällt mir das eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir die Barmer da. Ja, kannst weg tun. Überhaupt kein Problem. So, die Öfen dann eh brav schmelzen. Kohle brauche ich. Fische. Dann hoffe ich, dass wir morgen Glück haben, dass ich die restlichen Geoden aufbrechen gehen kann. So, ich verkaufe das jetzt einfach. Okay. Ich fange mal an zum ein bisschen sortieren. Sie sollte. Man kann, wie gesagt, also man kann jetzt keine Kisten aufheben, wo Items drinnen sind, gell, haben wir gesagt. Na, aber du kannst das, wenn du mehrmals dagegen schlagst, bewegen. Zumindest. Also ja, dann ist das aber nicht so schlecht. Was ist denn in der Kiste drinnen, die du gerade da Gar nichts, platziert hast? die ist leer. Die habe ich jetzt einfach einmal dahinter, dass irgendwo anders ist. Dann werden wir mal schauen, die Schilder. Da braucht man einfach nur Holz, das ist super. Dann hole ich mal das Holz ab für die Schilder. Und baue mal ein Schild oder ein paar. Do it yourself. Haben wir 5 Schilder fürs erste oder brauchen wir mehr?
Ich glaube, 5 reichen einmal für den Anfang. Weil wenn wir das da so in dem Bereich machen, wo du zwischen unsere zwei Häuser, was du ja schon angefangen hast, dann habe ich das nämlich weg da. Ja. Die Hast. wird da entlang und dann machen wir vielleicht da so unterschiedliche Verarbeitungssachen wie im Weinfässer und so, Käsefässer und sowas. Weil ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Kisten. Ich glaube, mit 10 Kisten, vielleicht 15, kommen wir aus. Aber gehen wir mal schlafen und schauen wir uns das an. Ich hätte auch gesagt, ja. Wenn wir nicht die Zeit im Nacken haben die ganze Zeit. Ist dann angenehmer. Level 2 Farming, sehr gut. Jetzt wieder ein bisschen graschelt im Göttaschel. Hofarbeit bringt echt sehr viel Kohle ein, ja. Ja, und das wird noch viel mehr.